Willkommen in Katabu. Ach ja, danke. Schön hier. Nette Menschen, schöner See, auch wenn er zu schlammig zum Baden ist. Aber schön für Fische ist er, bis sie an Oles Angel landen. Ole, das war ein ziemlich cooler Wurf, oder ist das normal? Der war echt weit. Ich angel seit 3 Jahren. Knapp. Hm. Oh, na klar. Und die Köder so? Das hier ist Sahnegeschmack. Und das hier ist Himbeergeschmack. Ach was. Und darauf stehen die Fische? Ja. So als Nachtisch oder so? Ja. Sahne und Himbeer. Wenigstens was Leckeres, bevor sie in Familie Riskos Kühltruhe landen. Dann war es das mit der Ruhe. Der Anglerverein macht's hübsch fürs Erntefest. Hier und auf dem Anger. Heute testet die Feuerwehr noch ihren Löschwasserbrunnen und der Landschleicher soll auch ran für einen Test. Sie wollen wirklich wissen, wie viel Gewicht der Landschleicher beim RBB hat? Nö, ist mir egal. Alles drauf. Katerbo hat das alte Wiegehaus wiederbelebt. Zum Erntefest am 7. September soll's richtig eingeweiht werden. Wie viel wird geschätzt? 260. Und du? 370. Gratuliere. Danke. Und wer hier mal vorbeikommt, auf Radtour etwa die neue Ladestation nutzt, der kann sich dann so die Zeit vertreiben. Kino durch die Glastür. Dorfgeschichten, Bilder vom Jugendclub. Moment mal. Sie haben einen Jugendclub bei Einwohnern von wie viel? 250 oder so? Ja. Viel Ehrenamt, viele Spender aus dem Dorf, ein nettes Willkommen für Gäste. Ja, weil man das Dorf zusammenbringen möchte. Man möchte auch allen draußen erzählen, dass wir hier ein wunderschönes Dorf haben, dass wir eine tolle Gemeinschaft haben. Und so viel zu zeigen. Na dann, mal ran. Die Kirche etwa. Als hätte ein Kulissenbauer sie entworfen. Zerstörungen und Wiederaufbau haben ihr über die Jahre diese trutzige Form gegeben. Gleich gegenüber ein Katerboer Kater auf dem Dach der Ölmühle. Als Familie Stamer hierher zog, wollten sie erstmal nur Leinöl machen und vermarkten. Dann kamen Landwirte aus der Region mit Hanf- und Senfsamen. Und einen Monat später standen schon gleich die ersten Leute mit ihren Kisten mit Walnüssen vor der Tür und haben gesagt, wir haben so viele Walnüsse, wollen Sie die nicht pressen? Haben wir auch gemacht. Also inzwischen haben wir 7 Öle, dabei wollten wir eigentlich nur frische Leinöl pressen. Und als die alte Dorfgaststätte dicht macht, schließen sie auch diese Lücke mit Kaffee und Pizza. Rommi-Stammtisch und Sonntagsstammtisch bekommen ein neues Zuhause. In der Garage wird auch eine Tradition wieder aufgenommen. Nach Jahren gibt es wieder eine Erntekrone zum Erntefest am 7.9. Alle können kommen, sind herzlich eingeladen und wir werden viel Spaß haben und schön feiern. Richtig, richtig geil. Geh hier auf die Seite. Bitte passt das Getreide nicht. Achso, Entschuldigung. Das Ganze natürlich mit Kater. Da, zwischen Schäfer und Frau. Weil der Streit war, woher denn nun das Wort Katerbo kommt. Und irgendeiner, der es ganz schlau war, der hat das in irgendeine Chronik reingeschrieben. Also, dass sich Katerbo von Kater herleitet? Ja. Bestimmt nicht, oder? Nee. Katerbo, wohl eher slawisch für Raufplatz. Was immer das über frühere Bewohner aussagen mag, heute sorgt man sich eher um die Friedenseiche. Gut 100 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Er ist krank, ne? Ja, der ist doll krank. Die Rinde löst sich ab. Die Ortsvorsteherin ist im Gespräch mit dem Landkreis. Man könnte die Erde rund ums Wurzelwerk impfen. Weil die steht jetzt schon über 100 Jahre und ist im Mittelpunkt des Dorfes. Also und dann auch noch eine Friedenseiche. Das hat wirklich Geschmack. Also die müssen wir irgendwie retten, egal wie. Zurück zum Wiegehaus. Der Landschleicher ist schwerer geworden in den letzten Stunden mit 9 Freunden. 1266 Kilo und viele schöne Geschichten.